Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World of Heavy Tanks heute. Ja, wir sind unterwegs, also ich quasi, hier wie man schon sieht im Zug, wie standardmäßig eigentlich immer, mit dem Blacky und seinem TKP und... Moin! Ja, moin! Und dem Captain Knoppers, ja, ebenfalls mit seinem Tiger 1 unterwegs und wir haben uns, also... Ich habe für uns entschieden quasi, dass wir heute ein paar Ründchen 7er Heavys fahren wollen. Ja. Und da sind wir jetzt mehr oder weniger gerade mit zugange. Wir haben einen rein deutschen Such. Habt ihr noch andere 7er Heavys, die wir nehmen könnten? Beim Knoppers war sie ja zum Beispiel, der hat noch einen T29. Vielleicht hast du auch noch einen? Einen anderen? Weiteren? Oh, 7er Heavy. Ja. Ich weiß, sind dir vier Tierstufen zu niedrig, ich weiß, aber naja. Nee, ich hab nur den Tiger Heavy. Okay. Ich hab noch einen TD, aber das ist ja jetzt uninteressant, ne? Ja, also das im Endeffekt, du, also ihr müsst jetzt keine Heavys fahren, das ist, war nur für mich, oder ich hab mir gedacht, ich mache einfach mal eine Folge mit einem Heavy, weil das ja doch etwas, ja, ins Hintertreffen immer weiter gerät. Ich fahre ja so selten Heavys. Da habe ich mir gedacht, ich drehe mal ein Ründchen mit dem 7er Heavy. Ob ihr dann die Heavys nehmt oder nicht, ist dann, ja, würde ich sagen, entscheiden dann mehr oder weniger die Runden, wie sie laufen, ne? Jo, würde ich auch sagen. Ich werde den Tiger P wahrscheinlich durchfahren. Ich auch. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt durch, würde ich sagen, oder? Yep. Alle ready? Alle nochmal Pipi gemacht? Aufgetankt? Mhm. Sehr schön. Ja, dann. Vorbereitungen sind getroffen, ja. Aha, ja, dann lasse ich mich ja mal überraschen. Ich habe mich auch mit zwei Schoko- und Keks-Milchriegeln gedort, also. Oh, Zucker-Overdose. Die gute Zusatzration hast du da so reingeschmissen. Achso. Ja. Ja, eine Dose habe ich mir dazu gedacht. Ja, 9er Gefecht auf Ruinberg. Sage an. Ich sage gar nichts an, weil ich bin ja der absolute Bobby, was die Heavys angeht. Ich würde ganz gerne eigentlich das Kommando an Blacky abgeben. Heavys gehen hier normalerweise eigentlich in die Stadt. Aha, okay. Wir haben alle langsame Heavys, also werden wir wahrscheinlich alle in die Stadt können. Okay. Ja, du sagst an. Du bist hier der Heavy Master. Ich würde sagen, da bei C3 im Gang auf D2 dann direkt würde ich da. Ja, da kannst du gut über die Ecke ziehen. Hinschauen. Drei Artis im Spiel, ne? Will nicht vergessen. Optional kann man bei D1 hinten da an der Ecke bis zu E1 vorne nach vorne fahren. Oder bei E2 da an der Ecke vorne. Okay. Aber es. Da braucht man die Deckung dann von denen, die da an der Ecke bei der C3 stehen. Aber ich würde sagen, zum Anfangen ist hier an dieser Ecke, wo wir jetzt sind, nicht schlecht. Weil sie werden da links, ich werde dann sehen, rüberfahren. Wenn sie aufgehen können, wir sie schon beschießen. Oh. Dann werden sie da bei der Kirche wahrscheinlich links und dann ganz hinten durch werden sie fahren. Und die ganz hinten werden dann gefährlich für die, die auf E1 stehen. Für den ST1 zum Beispiel wird es jetzt gefährlich, wenn sie da von G1 kommen. Und das werden sie auch. Ja, mein Plan war gerade ein bisschen nach vorne zu fahren, aber ich glaube, das schenke ich mir besser, ne? Ja, da das eigentlich ein 9er Gefecht ist. Wir können hier links etwas vorfahren. Da habe ich eine ganz böse Erfahrung mal mit den Nazis gemacht, wenn ich da vorne aber, stehe. Ja, du darfst hier auch nicht zu weit links stehen. Aber wenn da einer mal nach vorne fährt und schaut. Der ST1 fackelt gerade ab. Ich gehe mal hier auf den 54E1 ein bisschen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns ein bisschen. Also beim Cap steht nicht. Stehen sie, aber hier vorne nicht. Die werden da bei der Kirche stehen. Hm.
Das heißt, ich würde jetzt die Position vom SCI einnehmen da. Der T-44, die T-44er sind auch im Zug unterwegs, ne? Oha. Da ist nichts aufgegangen. Sollen wir mal nach vorne fahren zum E-54? Ja. Na gut, so weit nach Oh. vorne wie der ST1 gefahren ist, fährt man auch nicht. Hier, kann ich den mal treffen? Nee, noch. Doch, da Hat haben der wir gute Chance. Weakspot irgendwie schön? Mal kurz schauen da. Yeah. Der kommt raus. Oder? Der PTA kommt gleich raus, ja. Nee, doch nicht. Pisser hat mich in die Die Seite umrennen uns getroffen. gleich hier. Der Ja. T-54E1 ist gleich weg. Ich düse mal zurück. Das war's dann mit ihm. Die werden jetzt auch von Blackie, hinten wollen wir ein kommen. Stück zurück? Nicht, dass du dir jetzt noch eine fängst. Theoretisch gesehen sollte der PTA an meiner Front abprallen, aber er hat mich in die Seite getroffen vorhin, weil ich da noch gegen die anderen gedreht war. Den machen wir jetzt schön gemütlich fertig. Ich decke euch Alles mal hier hinten klar. bitte, ne? Ein bisschen. Hä, wie hat der das denn hingekriegt? Oh, Warte, oh, 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 ich umdrehen, krieg von umdrehen, hinten. umdrehen. Ich bin gar nicht kaputt. Ich fahr weg hier. Oh, Halt! Du kannst mich als Deckung brauchen, weil ich bin low tier. Der Leopard besucht uns. Nee, der bleibt im Cap, oder? PTA kommt von hinten, von rechts. Und ist es noch ein T-44 da, ne? Auf deiner Seite, Blackie. Naja. Jetzt habe ich kurz Okay, ist Ende. gedacht. Scheiße. Ja, gegen so drei Schnelle hast du als Heavy keine Chance, ne? Nicht viel. Jetzt kommt der Sacker von unten. Achtung. Nice. Jawohl. Sehr guter Treffer. Ja. Ohne Zusatzration wäre ich jetzt tot. Das war jetzt geil, um die Ecke, zack, gekettet, bam, artig. Ja, stand ich jetzt falsch oder stand ich jetzt falsch? Irgendwie, ich glaube, ich war wieder zu weit vorne. Gegen so viele schnelle Bewegliche bist du im Nahkampf mit dem Heavy bist du echt unterlegen, hast du gar keine Chance. Ja, du hattest halt kein Backup, ne? Du warst Ja. alleine, oder? Ja, klar. Ja, dann, eure Waren sind natürlich auch viel weicher als meine, dann. Das macht natürlich auch noch was aus. Naja. Na egal, Also, neue Runde, neues Glück. wenn man überleben will, darf man sich einfach nicht an mich halten. Ah, okay, alles klar. Also, Knoppi, wir lassen den Blackie erstmal so 2 Kilometer vorfahren. Oh! Weil ich fahre da immer auf die 8. Du Scheiß. Jetzt Ey, können wir mal ein geil! bisschen rumragen. Richtig geil, ab auf den Berg. Ich bin in die war ewig nicht mehr gefahren. Ich habe voll die Scheiße damals wieder mit zusammengefahren. Mal gucken, wie ich die Winrate jetzt hochgeschraubt kriege. Siehst du, die Perks erstmal neu gemacht. Tröste dich, ich fahre immer noch Kacke mit dem Tiger. Scheiß auf die Winrate, du musst Schaden machen.
Ja, und das kommt damit eigentlich. Also bei einem Panzer, bei dem es mit mir jetzt mit dem Schaden läuft, da steigt auch die Winrate. Wenn du die Windrate steigen willst, musst du eigentlich in Teamgefechten und so Teamgefecht, mitmachen, ja. weil die Chancen größer sind. Na, ja, oder halt in einem Dreierzug, wenn wir Top Tier sind. Ne? Top Tier Rallye, da kann man schon was anrichten. Ja, doch. Ja, dann mal ab auf den Berg, wa? Oder wie sieht das Also bei euch aus? die IS-2, die Penetration von denen, wenn sie nicht gerade mit Gold schießen, dürfte ich eigentlich, wenn ich mich anwinkle, dazu gut abblocken. Der T29, der wird mich dann durchhämmern. Was hat der Andi gesagt? Nicht stehen bleiben. Jupp. Man soll sich ja Ich hab nie vorhin. angewöhnen, sobald einer aufgeht, einfach stehen bleiben und zielen. Weiterfahren. Du kannst ja während dem Verfahren auf den zielen. Vorhin bin ich in Himmelsdorf wieder schwach geworden am Berg. Habe ich gleich erstmal Metze gekriegt, weil ich sie geblockt habe. War ja auch richtig. Blacky, sollen wir dich dann gleich vorlassen, weil du ja die bessere Panzerung hast? Yep. Obwohl, so viel langsamer bist du gar nicht als wir, ne? Jo, ich habe mich auch schon Es gewundert. geht. Und der hat jetzt auch schon den zweiten oder dritten Kirk. Und was ich mit der Kanone unbedingt brauche, ist so eine Erfolgsmarkierung. Das muss eigentlich bei jeder deutschen Kanone drin sein, weil die so absolut Porno sind. Ich hab die erst beim Panzer 3-4 und beim VK3601 H. Ich hab die bei den ganzen Russen. Also nicht bei den ganzen, ich hab sie nur bei Russen, glaube ich. Ne, und bei der Panzer selbst voller Fette 4C. Ja, artig. Oh, der ES2 ist gut unterwegs. Kann ich erwähnen, dass ich artig hasse? Wie, hast du schon vom Arti-Treffer abgekriegt oder was? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hasse sie trotzdem. Keine Angst, Amo. Müssten wir jetzt mal den IS-2 vom Leib halten, ne? Das ist ja nicht mehr. Wir müssen jetzt hier oben relativ schnell abnutzen. T29 von rechts. Und ich lasse mich instant. Oh, jetzt bin ich von der Art gefragt. Hier ist zwei Treffer. Ich muss etwas zurück. Oh, hinter uns. Oh, sorry, falls du das dir gedrückt hast.
Ich bin mit solchen behäbigen Dingern vorne einfach echt fehl am Platz. Ich weiß, kommen da irgendwie nicht so gut klar. Ja, wahrscheinlich wohl. So viel zum Thema im Dreierzug als Top-Tier aufräumen, ne? Ja, ja. Ja. Ja gut, wir sind halt noobig, dann müssen wir dazu stehen. Was immer. Wir sind halt ein bisschen noobig, dann müssen wir halt so stehen. Wow. Ich habe andere Qualitäten. Genau, ich auch. Und es gibt halt einfach Leute, die es verdient haben, besser zu sein, weil sie mehr spielen. Ja, auch das, wobei ich aber auch ein bisschen sagen muss, unser Team hat sich ein bisschen bescheiden verteilt, ne? Wenn ich sehe, dass da hinten so ein Challenger steht. Mit einem super Tarnwert, der hätte rein theoretisch, weil er ja ultra flexibel ist, ruhig mit nach oben kommen können. Ich habe sowieso jetzt mit dem Gedanken gespielt, mir so ein Ding zu holen. Ein Challenger? Ja, diese Forschungslinie von den englischen TDs. Wir haben ja zwei. Mhm. Für die Deutschen und die Russen. Ja, sind nicht schlecht. SU-100M habe ich auch erforscht. Könnte ich mir auch holen. Schaltet der A45 denn nicht erst den Jäger aus? Ja, Noob, ey. Um jeden Preis einen Kill mitzunehmen. Unglaublich. Ja, die erste zwei räumt aber noch ein bisschen auf, hm? Ja, wirklich Gegner hat er die keine mehr. Wenigstens gewinnen wir die Kacke noch. Ja. Also haben wir vielleicht doch nicht alles verkehrt gemacht. Manchmal ist es nur wichtig, dass man gewisse Stellungen eine Zeit lang halten kann. Ich hab's versucht. Also ich war bislang mit der Meinung, Tiger 1 ist so ein bisschen so ein zweite Reihe Panzer, ne? Weil er halt zwar ziemlich genau ist, aber nicht wirklich besonders was aushält. Mhm. Aber das Geschütz, Alter, wenn du weißt, wie du das einsetzen musst, das ist ein Traum. Genau wie beim Tiger 2. Die Geschütze sind einfach nur so geil. Selbst bei dem Vorgänger schon diese kurze 8-8er, die ist auch schon mega geil für Tier 6. Mhm. Allgemein die deutschen Kanonen. Ja, ob du jetzt die Jagdpanzer nimmst oder die Heavys oder auch die Mets, der Panther hat ja auch ein übelst krasses Ding dran. Sind ja auch die genauesten, glaube ich, im Spiel. 626, ja, 6 Schüsse, 5 Direkttreffer. Nur 230 davon über 300 Meter, ja, okay, nicht wirklich fernkampforientiert. Na ja, gut. Der Tiger ist auch noch geiler als der IS, finde ich, aber der IS-3 ist geiler als der Tiger 2, auf jeden Fall. Okay. Also ich merke, dass beim Tiger die Kanone eindeutig viel geiler ist, aber... Genauer, oder was meinst du? Ja, alles. Also auch die Einnehmzeit, die muss man nicht mal richtig einnehmen lassen, finde ich. Ich habe beim DN20 zum Beispiel, kannst du immer auf die Kommandanten gut beziehen, weil du davon ausgehen kannst, dass du auch immer das Ding triffst, auch auf übelste Distanz. Okay. Aber irgendwie verrecke ich trotzdem mit dem IS-3 nicht so oft, obwohl ich mir echt Mühe gebe, dass ich nicht...
Also wenn du so anschaust, sind die Deutschen so gesehen eh alle Sniper. Ja. Ja, ich wusste jetzt auch sehen, wofür sie damals gebaut wurden. Das waren dann auch nur noch Defender, glaube ich. Weil, sonst könnte ich mir nicht vorstellen, warum man so ein Panzerkonzept entwickelt. Ich meine, die Reichweite und die Genauigkeit haben sie. Wo lang geht's eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte jetzt eigentlich mal warten, für welche Richtung sich Blackies Navi entscheidet. Ich würde sagen Richtung Stadt da geradeaus. Vielleicht noch rechts da an der Ecke. Also ich halte mich immer in dem Mittelfeld auf, da kann man immer gut battlen und hat Deckung, um sich zurückzuziehen. Das hier, kann man natürlich auch machen, ja. Gehen wir da rein? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn einer in der Mitte steht. Ich werde dem Blacky einfach mal folgen. Der Blacky ist bestimmt ein guter Heavy-Fahrer. Auf jeden Fall 10.000 Mal besser als ich. Soll ich auch mal in die Mitte reindüsen? Ich glaube, ich könnte die Unterstützung wir gebrauchen. Wir könnten in die Mitte gehen, ja. Dann würde ich da von rechts in die Mitte reinfahren. Mit der IS. Die jetzt fast stirbt wahrscheinlich. Oh, in die Schiene. Achso, hier ist das so Panzer getroffen. Jetzt ist aber irgendwie der Wurm drin. Achtung, Armer. Links noch einer. Na, links hole ich mir jetzt. Beziehungsweise rechts. Wobei, ne, lass uns erstmal den in der Mitte holen, oder? Der links steht gerade so, dass er mich trifft. Genau. Und dann den. Sehr schön. Wunderbar. Noch kein Wurm drin. Und jetzt runter an die Gleisen, ne? Yep. Wobei. KV1 von hinten. Hinter uns. Obwohl, den schafft der, der schafft die jetzt schon. Ja, denke ich auch, aber das ist noch Jäger drüben. Ah, fahren wir unten durch. Und gehen zu den. Ich fahr mal übers Cap. Der Bishop wird jetzt erstmal schön weggenudelt. Was? Den nimmt sich schon wieder anders. Not with me. Also Blacky braucht noch 2 Kills und ich brauche noch 1 Kill, dann haben wir alle 3 Waffenröder. Die nehmen mir alles vor der Nase weg. Und wieder. Komm, die letzten beiden kriegst du, Blacky. Hau rein. Hast du das Gefühl? Darf ich ihn geraten oder willst du ihn wirklich haben? Ich versuch's. Hau rein. Sehr schön. Da hat's ja noch mehr. Schön. Achso. Das ist ein Tod. Jawohl. Sehr schön, alle 3, das passt doch.
Blacky legt sogar noch einen drauf. Ja, lief nicht schlecht, das Gefecht. Ach scheiße, ich kann da nicht über die Röhren schießen. Ne, ich glaube, durch die Rohre kommst du nicht, ne? Ne, hab's gemerkt. Ja, war doch mal eine nette Runde, ne? Na, no, so macht das doch Spaß. Jawoll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das auf meinem geliebten Tiger B. Guck mal, ich hab, oh Gott, ich habe aber richtig abgelost. 3 Kills mit 400 Schaden. Ich habe den Schaden für dich übernommen. Ja, finde ich gut. Captain Knoppers zusammen. Ja, wie viel okay. hast du, warte mal, nee, ich hab's schon, wie viel Schaden haben wir, also, oder hast denn du? 1774 und du hast 1597. Das ist gelaufen. Mhm. Ja, dann ist ja auch klar, dass für mich nichts mehr überbleibt, ne? Ist ja logisch, wenn ihr schon alles wegknallt. Yeah, so bin ich. Klasse, das ja, ist ja, aber ihr wartet mal, ich übe mal ein bisschen mit den Heavys und dann werde ich euch schon zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, das war jetzt schon nicht schlecht. Und dann wieder sowas, ne? Aber Gott sei Dank haben wir einen Freak auf unserer Seite. Ja, Gott sei Dank haben die Gegner zwei E25. Ach, der eine scheint es nicht so drauf zu haben. Der E25 hat auch Schwierigkeiten, durch den Neuner durchzukommen. Durch den was? Durch den Neuner. Mhm. Ach so, jetzt habe ich das gecheckt. Aber an sich ist das eine mega geile Karre, ey. So flach, so schnell, die Kanone ist so heftig. Ist eigentlich, also ein E25 kannst du am besten fahren, wenn du nur Spotter bist. Weil das Ding hat so einen krassen Tarnwert, das geht erst auf, wenn es schon über der drüber liegt. Blackie, taktische Anweisung, wohin? Oben lang, oder? Wir haben es ja letztens besprochen. Mhm. Können wir mal die Taktik von Anderl anwenden? Was heißt für euch oben lang? Da ja. Über C. Einserreihe letztendlich. Ach du Schande, ehrlich? Mhm. Okay. Weil von dieser Seite aus kannst du nicht viel mehr machen. Halt auch nicht zu weit vor, sondern erstmal gucken, was da in der Mitte bei C5 so rumkriecht. Mhm. Der Michael, ey, der ist letztens einfach eiskalt geradeaus gedüst, wollte nur irgendwie raussuchen, während das Match angefangen hat, wie viel irgendwie so und so viel Gold kostet. Ist einfach weitergefahren. Christoph war dabei und hat irgendwann angefangen, loszuschreien. Oh Scheiße. War halt auch Top Tier 3er-Zug, das hätte richtig geil werden können. An dem Hügel kann sie halt mit dem Tiger nicht viel machen an der Seite, weil der Waffenwinkel so kacke ist. Fast geradeaus. Da scheint irgendwo noch ein Tiger 2 rumzukämpfen bei denen ganz hinten. Type 61 gibt mir eine, fertig. Boah, der AT7 hat den. Von der anderen Seite einer. Oh, Type 61, aber Abroller. Der AT7 aus dem Gegnerteam hat unseren 112er geone-shottet. Sehr geil. AT7? Ja. Das hatten wir 15. Nee. Oh, ey, was ist denn hier los? Wieso werde ich noch. Was? What the fuck, ey? Ah, oh, holt da mir gleich mal einen rein.
Und Munitionslager wechseln. Party. Das wird ja richtig schön. Mal wieder richtig schön gepennt. Habe ich jetzt gerade richtig harte Performance-Einbrüche. Ich gehe auf 20 FPS runter. Was ist denn jetzt los? Bei mir ist auch gerade Galactic. Bei mir ist es Standard. Okay. Jetzt scheint wieder alles an zu sein. Hab ich auch ein Backup? Ich wette, das ist keine gute Entscheidung, aber ich nehme noch einen Schokokeksriegel. Meinst du, es sei taktisch? Nach mir ist schon schlecht. Ich glaube, ich lasse es doch lieber. Es wäre taktisch unglücklich, nur auf den Laptop zu kotzen, ja. Ja, wäre nicht gerade das Beste, ja. Gleiche Zeit, noch vorbei. Fressen, bis der Arzt kommt. Aber Reihen musste ich eigentlich nie davon, glaube ich. Ich eigentlich auch nicht. Na, und was meint ihr? Ist der Tiger 2 in der Dingens, in der Base? Wahrscheinlich, ne? Wer ist in der Base? Der Tiger 2? Wahrscheinlich. Nee, der ist etwas oberhalb. Links oberhalb der Base. Also das Startpunkt. Nein, never. Ja, wenn ich schon nicht essen kann, dann muss ich wenigstens auch. Ich war heute Morgen schon wieder fleißig. Erst mein Porsche Tiger erforscht und dann noch 412er für den T29. Und dann erstmal auf Arbeit gegangen. Kinder, wir gewinnen schon wieder. Was ist da los? Was soll das? Das nächste Mal strenge ich mich nicht so an, versprochen. Ja, ist ich. Also wirklich, ey, wir müssen nochmal verlieren. Ich kann doch nicht, also gibt's doch nicht. Warte schon noch ab, du wirst schon gedient, wenn du dir das wünschst. So, machen wir letzte Runde, würde ich sagen, ne? Jo. Geben wir nochmal nichts. Geben wir von allem am besten nichts, genau. So, ich glaube, der Knoppers sagt diesmal an, wo wir herfahren. Das kommt ganz auf die Karte an. Ich sag, wo es lang geht. Ja. So. Also, wir fahren oben rum. Was heißt denn für dich oben? City oder Herr Wegener? Nee, bei, warte mal. Bei G4, der Hügel. Ah, okay. Da stellt sich wer links daneben und kann dann so rausgucken bis zu diesem Felsen bei F3. Mhm. Dann können rechts sich noch welche auf den Berg stellen. Da sind Felsen, da kann man ein bisschen Deckung suchen. Ja, und ich denke mal, das Feld da drunter und das Feld davor und das Dorf, das können sich andere vornehmen, wir als die drei. Können da, glaube ich, am meisten was ausrichten. Ja, fahren wir vor. Glaube ich auch. Also die Karte hier, da bin ich eigentlich immer gut gefahren. Es gibt echt Karten, da weiß ich nicht, wo ich hinfahren muss. Im Spiel auch scheiße. Und dann gibt es so welche, da ist eigentlich immer Action.
diese Karte kannst du mit dem Heavy fast nicht anders. Ja, das Dorf ist halt, finde ich, eher was für Mediums. Mhm. Weil da viele Häuser sind, kann man viel mit Bewegung arbeiten. Ist aber auch leicht weggeschossene Deckung, also wenn die dich da unten gut aufmachen und sind an dem Hang da links neben gut aufgestellt, dann schießen sie dir die Häuser weg und dann bist du auch Kanonenfutter. Jupp, und von hier oben sieht man ja rüber. Hier gibt's auch so Spots, weil du auch von hier oben, glaube ich, die ganze Karte einsehen kannst, aber weil ich Heavy spiele, größtenteils sehe ich sowas halt nicht. Jetzt können wir da vorne beim Felsen einer links an der Ecke und der andere rechts unten an der Ecke. Ja, ich gehe mal links. Glaube ich, bin der eh erste von uns, ne? Ja. Jawohl. Ach, wollt ihr noch gar nicht so weit vor? Doch, ne? Doch, nein, doch. Bis hier unten, also viel weiter geht. Also Armut, ich. Oben kann entweder man fährst du jetzt links oder ich. Oder wir fahren beide mal kurz. Können wir schnell wechseln. Und dann kannst du erstmal hier so kurz rauslunzen, aber gleich wieder rein, weil da stehen schon meistens alle auf der Lauer. Okay, jetzt kann einer den Punkt halten und einer fährt mal rechts auf den Berg hier und guckt mal, was da abgeht. Ich bleib mal hier unten. Und mit 90 Grad rausmerkst du immer, wenn du fährst, ne? Also, wenn du da rausguckst. Weil beim Tiger wird mir halt schnell das Munitionslager mal geschrottet. Dreimal von der Art getroffen. Ja. Ihr kriegt, glaube ich, gleich von hinten ordentlich Besuch, kann das? Oh ja, gut, das ist möglicherweise. Zu 1 wird wieder ein Premium-Match, merkt ihr das? Mhm. Wie sieht das aus? Soll ich mal nach hinten gehen? Ich habe noch 1100 HP. Und mal jo, das wäre eine Maßnahme. Ich hole mal die SO-100 da hinten weg. Den Tiger kriege ich noch. Schanzen sich da vorne, ich komme auch mal zurück. Amo, was ist da bei dir in Action? Wer hat dich da getroffen? Ich glaube. Ich weiß das gar nicht. Oh, jetzt hab ich grad nochmal meinen Richtschuss kontrolliert. Alter, was kommt denn hier alles an auf einmal? Na, das ist die Arti. Oder? Also mich hat die Arti jetzt insgesamt 5-mal erwischt. Alter Bambule, ich aber wurde ja nur noch beschossen hier. Von 9 Treffern, ja, super. Arti. Na, endlich mal eine Niederlage. Ich wollte schon sagen, das ist so eine Aufnahme hier. Da müssen wir doch nur verlieren. Was ist denn da los? Kann doch nicht sein. Es geht auch anders. Ja. Schöner Titel für die Sendung. Genau. Es geht auch anders.
So, jetzt wollte ich erstmal gucken, wie viele Treffer ich denn mal abgekriegt habe. 20 Stück. Läuft bei mir, glaube ich. Dreimal hat mich die Adi weggehauen. Aber vor allen Dingen, was haben die denn gemacht? Wir waren doch da oben auch größtenteils alleine, oder? Ja, aber guck doch mal, wie viele Gegner, wie viele Mitspieler wir im Team haben, die null Schaden haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Da musst du dich nicht fragen, was die anderen gemacht haben. Nix. Cromwell B, 7 Schüsse, 0 Schaden. T21, 1 Schuss, 0 Schaden. Chiri, gar nicht mal geschossen. Der Toaster, 3 Schüsse, 0 Schaden. M44, 3 Schüsse, 0 Schaden. KV85, 0 Schüsse, 0 Schaden. Ja. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wir bleiben unserer Linie treu. Wir verlieren Boden und halten uns gleichzeitig. Aber für dich war das eine gute Heavy-Runde. Ja. Hat schon Fun gemacht. Ausnahmsweise habe ich mal ein bisschen was auf die Kette gekriegt, aber ich gelobe auch auf jeden Fall Besserung, dass ich irgendwann mal vielleicht die gleiche Lust verspüre, Heavy zu fahren, wie ich Mediums fahre. Ich halte das zwar für sehr spekulativ, aber nicht ganz unmöglich. Vielleicht mit dem einen oder anderen Heavy. Ja, wer weiß, was da noch kommt, ne? Lassen wir uns einfach mal überraschen. GZ111. Ja, möglicherweise. Wobei das, nein. Ich wollte es gerade sagen. Nein. ja, möchtet ihr noch was Abschließendes sagen? Ja. Besser als wir. Ich hoffe, es hat wieder allen gefallen und ich hoffe, sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Ja, das wieder hoffen wir nicht, das setzen wir einfach mal so fest, das ist so. Ja. Habt ihr gehört, Leute? Genau. Einschalten. Ist so, Punkt. Ja, dann auch von mir aus nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid, ihr die ganze Leier, was sonst immer an den Videos am Ende der Videos kommt, spare ich mir jetzt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi. Tschüss. Bis dann.